Sehr geehrte Damen und Herren, Kinder gehören nicht ins Gefängnis. Und sie gehören auch nicht ins Heim, auch wenn das Gesetzespaket, das uns vorliegt, das einreden möchte. Diese Gesetzespläne der Bundesregierung sind eine schallende Ohrfeige ins Gesicht von mehr als 115.000 Bürgern und Bürgerinnen, die die Initiative gegen Unrecht Kinder gehören nicht ins Gefängnis unterzeichnet und unterschrieben haben. Kein unmündiges Kind darf in Schubhaft genommen werden. Klingt doch gut. Wer jetzt meint, das heißt, dass auch die Eltern nicht in Schubhaft kommen, der ist natürlich in einem groben Irrtum. Das heißt nämlich nichts anderes, weil die unmündigen Kinder nicht in Schubhaft genommen werden dürfen, müssen sie halt von den Eltern getrennt werden, weil die können ja in Schubhaft oder müssen in Schubhaft genommen werden. Naja, und wenn die Eltern das nicht wollen, dann gibt es ein Entrinnen. Wenn die Eltern nicht wollen, dass die Kinder von ihnen getrennt werden und ins Heim kommen und das Jugendamt die amtswegig die Obsorge kriegt, dann können sie nachweislich und ausdrücklich verlangen, dass ihre Kinder sie in Schubhaft begleiten dürfen. Ich mache mal aufmerksam auf das Wort begleiten. Ja? Das ist natürlich bewusst gewählt, weil das klingt schon sehr familiär und Familienzusammenführung, das heißt nichts anderes, die Kinder gehen mit in Schubhaft, steht dann auch gleich, für die gilt dann auch die Hausordnung. Die andere Variante ist, dass die, wenn die Eltern das nicht nachdrücklich und nachweislich und ausdrücklich verlangen, heißt das, dass die Kinder halt ins Heim kommen. Und damit wird der Staat die Verantwortung für die Kinder in der Schubhaft los. Und wenn Kinder jetzt noch in Schubhaft sind, dann sind das die Eltern, die das veranlasst haben. Ich würde das als bitterbösen Zynismus bezeichnen. Haft ist der schwerste Grundrechtseingriff, den wir haben. Nicht nur die Vereinten Nationen, sondern auch die Europäische Union hat seit kurzem ein verbindliches Grundrechtswerk, nämlich die Grundrechtecharta, die ein Teil, ein verbindlicher Teil des Lissabonner Vertrages ist. Und in dieser Grundrechtscharta gibt es eine sehr klare Aussage, auf die ich jetzt ganz kurz Bezug nehmen möchte. Es heißt im Artikel 24 dieser Charta, Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Es heißt weiter, bei allen kinderbetreffenden Maßnahmen öffentlich oder privater Einrichtungen muss das Wohl der Kinder eine vorrangige Erwägung haben. Und letztlich heißt es dann noch, jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. Das ist in meinen Augen ein menschenrechtliches Programm, das eigentlich an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Und wenn Sie sich die österreichischen Gesetze anschauen, und das gilt besonders auch jetzt für diese Entwürfe, die vorgelegt werden, finden Sie eigentlich nichts darin. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, im Jahr 2010 waren 6.153 Personen in Schubhaft. Und ein Tag Schubhaft kostet 120 Euro. Das heißt, ein Monat Schubhaft kostet bei einer Person 3.360 Euro. Wenn wir uns jetzt diese Verdoppelung anschauen, die Dauer der Schubhaft soll von 2 Monaten auf 4 Monate ausgedehnt werden, würde das bedeuten, selbst wenn es nicht mehr Schubhaft gibt 2011, dass es Mehrkosten von 41 Millionen Euro geben wird. Das heißt, durch eine einzige Verschärfung, die sich unsere Bundesregierung leisten will, entstehen der Republik Mehrkosten von 41 Millionen Euro. Für den nationalen Aktionsplan Integration hat die österreichische Bundesregierung für das Jahr 2011 ganze 5 Millionen Euro vorgesehen. Um das zu konkretisieren, um wen es hier geht. Es geht um Kinder wie die Komani-Zwillinge, damit sie noch länger in Schubhaft bleiben müssen, damit sie noch 2 Monate länger in Haft sitzen. Dass das ein Anti-Integrationsgesetz ist, das ist ein Ausländer-Raus-Gesetz,
es wird sehr viel Leid über Menschen bringen. Und genauso schlimm ist auch, dass dieses Gesetz sehr viel gelungene Integration vernichten wird, Menschen entwurzeln soll, die seit Jahren legal in Österreich leben und sie illegalisieren und anschließend abschieben soll. Unsere Forderung als Grüne ist, dass man nicht mehr Geld in Schubhaft hineinsteckt, sondern dass man mehr Geld in Integrationsmaßnahmen, Sprachkurse, Weiterbildung und Ausbildung investiert, damit Kinder wie die Komani-Zwillinge nicht noch länger in Schubhaft sitzen und abgeschoben werden, sondern damit sie eine Zukunft haben in Österreich, in dem Land, wo sie den Großteil ihres Lebens verbracht haben. Deshalb brauchen wir das Geld, das die Regierung für Schubhaft verwenden will, für Integration und ein Bleiberecht für integrierte Familien und Personen. Danke vielmals.